Hallo. Ja. Hallo. Auszug aus der Bibel. Ein Bier ist bitter, kein Bier ist bitterer. Gibt's die zu kaufen? Johannes der Säufer, vierte Kiste, zweite Flasche aus Reihe 5. Herzlich willkommen zu einer neuen Ja. Folge von den Festoleros. Wir hoffen immer noch, dass ihr gut reingerutscht seid. Heute verköstigen wir mal wieder das, ein Fläschchen von einem Braugenossen aus Bernau, Börnicke. Also Börnicke bei Bernau, bei Berlin. Genau, Bernicke bei Bernau bei Berlin. Das ist das richtig. Letzter Video war das Paleale. Ja. Und diesmal freue ich mich schon drauf, richtig dolle. Das Bernauer. Und zwar ist das ein Vollbier, ein helles. Und wenn ich sehe, Ja, wir kommen helles. hier. So, ja. Helles Vollbier naturtrüb. Gibt es zwei Geschichten noch was zu sagen, Herr Historiker? Ja, geschichtlich. 1423 erhielt Bernau das Braurecht. Das Bier war über die Mark hinaus begehrt. D-Mark? Deutsche Mark. Ja, also über Ach die so, die Mark. deutsche Mark. Über Ach das so. Gebiet. 1423, jetzt mittlerweile schon 600 Jahre. Ne? Also Respekt dahingehend. Mit der Gründung unserer Genossenschaft beleben wir die Brautradition. Seit 2020 brauen wir das Bernauer Bier wieder hier im Vorort. Wie das Bernauer Vollbier jetzt schmeckt, was jetzt hier hinten drauf steht, das lese ich nachher vor. Also ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß doch, wie das schmeckt. Ich hab's doch schon getrunken. Ich habe es ja auch schon getrunken, aber trotzdem. Naja. Auspacken oder wegpacken. Wie sieht die Pulle aus? Die sieht quasi genauso aus auf den ersten Blick wie die vorherige. Ja. Also. Hier. Ja gut, das Gelbe ist jetzt orange, ne? Also das Orange ist jetzt gelb. Genau. Hier haben wir im Hintergrund ein anderes Bild. Das stimmt. Das ist, glaube ich, die Mauer mit dem Torbogen oder was. Ja, sieht so aus. Rückseite ist natürlich anders beschrieben. 4,8%. Also der große Unterschied ist hier vorne und die Farbe. Ja, ich würde denen genauso viele Punkte geben, wie wir damals Ja, ich auch. das PL bewertet haben, und zwar mit 3 Punkten von 4 bei Auspacken oder Wegpacken. Ja. Dann macht er das einfach mal. Augensucht oder Augenflucht? Mach auf. Ja, Ruppuff, Ich gieße ein. Da ist Thors Hammer da vorne. Ja, Thor ist Hat Hammer. schlechte Augen, sieht er immer nicht. Dass du den anheben kannst. Ja, ich bin ne, würdig. Ich habe schon genug Biererfahrung, dass ich dessen würdig bin. Sehr Jetzt wollen wir das mit. kohlensäurelastig, sehr schaumig. So gut. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ist das der Heilige Gral? Klar. Das ist okay, das ist gut. Hat eine schöne Finde Farbe, das ist gut. klar. Schön klar, genau. Ja. Also volle Punktzahl gibt es für mich jedenfalls nicht, weil da fehlt einfach der Schaum bei mir. Eher weniger halt. Ja. Von vier? Ja, Drei. drei ist gut. Prost! Prost. Prost! Oh, jetzt der Fingertest. Ben. Glück, Glück, Glück. Ach, ja. Ja. Schön mild. Süffig. Schöne, angenehme Hopfennote. Also wirklich schöne Hopfennote. Man schmeckt schon gut raus. Vollmundig, definitiv. Ja, also da ist schon ordentlich was hinter. Das ist nicht so ein gewischtes, wie soll man sagen, das ist nicht halb, das ist wirklich vollmundig. Ja, du hast schön, ist schön kräftig im Geschmack, aber Naja. gleichzeitig auch mild. Ne? Das bedient wirklich dieses Ich finde herbe, es nicht kräftig. dieses von den Seiten, von den Zungen halt, diesen Geschmacksknospen, bedient das ganz gut. Was hast du gerade gesagt? Rico hat so eine Zunge von so einem Nilpferd. Das ist fein fruchtig, Aber nur aromatisch. am Anfang vielleicht, am Ende kommt Jetzt vielleicht kriegt eine das leider nicht mehr zusammen, was da drauf stand. leichte Säure. Was steht denn da drauf? Minimal. Nach Pilsener Brauart gebrautes Vollbier von strohgelber Farbe, blumig frische Hopfennoten, gepaart mit feinfruchtiger Hefearomatik, umrahmt von einer harmonischen Bittere. Ja. Ey, da hättest du jetzt einmal sagen können, es schmeckt wirklich blumig wie das Rosenpilz. Und jetzt hast du es nicht gesagt.
Jedes Mal sagt ihr, ach, das ist ja schön blumig, so wie das Rosenpilz. Jetzt steht das da hinten drauf. Das stimmt aber. Das sagt ihr halt nicht. Das stimmt ach, aber. Ja, das stimmt natürlich. Boah, so ein großes Labern, das ist lecker. 10 Punkte, vielleicht 11. 11 Punkte. Ja. 11. Obwohl es schon wieder fast in Richtung 12 tendiert. Aber ja, mach 11. mal eine 12. So. Hast du eine 12 gemacht? Ja. Gut. Und das kostet auch 1,90, ne? Ja, also wie das jetzt, wenn ihr jetzt das Video gesehen habt mit dem PLE auch 1,90, das Bier 1,90, ne? Also da gibt es dann schon mal Spezialpunkte Abzug. Die kalkulieren ganz scharf ihre Preise. Na, das sowieso. Jedes Bier kostet 1,90. Ja, ja. Die setzen halt mehr auf Qualität anstatt auf Quantität, ist ja ganz klar. Und das Bier ist nicht pasteurisiert. So. Ein Glück auch. Wir haben 2 Spezialpunkte denn? Mindestens. Wir haben ein deutsches Reinheitsgebot. Wasser, Gerste, Malz, Hopfen, Hefe, definitiv. Und wir suchen immer noch den Uwe. Ach so, naja, dann haben wir ja wieder Zeit. Uwe! Tja, wo ist er? Der versteckt sich hier bestimmt. Ist der Uwe auch dabei? Der Uwe ist bestimmt an der Kiste. Uwe ist gerade draußen pinkeln, glaube ich. Oder so. Zeit für Bewegung. Mach ich doch, ein Arm mit reißen. Bist du noch nicht fertig für heute? Doch. Na, anscheinend wohl nicht. Ich bin fertig für heute. Ich habe 101%. So, ist hier Uwe auch dabei? 100%ig nicht, wir haben das schon mal getrunken. Wir haben das zwar, nee, wir haben das vom Fass getrunken, bei Hiking Hero haben wir das schon mal getrunken, vom Fass und auch vom aus der Flasche. Und das hat mir saugut geschmeckt. Nein, das ist Uwe? Kein Uwe. Wo ist der Uwe? Der wo ist er? Wo ist er denn? Mein Gott, der ist er schon wieder. Der ist beim Bockbier vielleicht. Zeig dir an die Teaser. Mhm. Spoiler-Alarm. 22 Punkte. Silber. Silber. Ich glaube, ja, Silber war, glaube ich, Silber, ey. Ja, wir sind zu streng. Das ist ein Silberbier, aber sehr gut. Sehr ja, gutes Silber. Sehr gutes Silber, definitiv. Definitiv sehr gutes Silberbier. Also das ist schon wirklich, also das ist ein Silberbier, was den goldenen Schimmer schon hat. Ja. So, und danach? Was trinken wir denn demnächst? Ein? Was ist denn Ditte? Was gibt es denn Ditte hier? Was ist denn Ditte, ist denn verrückt? Ditte? Guck doch mal. Ach du Gott. Ist ja der Wahnsinn. Was ist denn Hirte? Das gibt's doch nicht. Ist ja ein Hirte. Was gibt es denn da Neues? Ist ja. Was steht denn da drauf? Das gibt's doch ja nicht. Nein. Genauer, nicht wahr sein. Bernauer Zickenschulze, ein Winterbock Naturtrüb. Krass. Uiuiui. Das müssen wir doch mal testen. Ja, also da müssen wir mal gucken. Das gibt es im nächsten Video. Leute, unbedingt abonnieren. Well, yeah. Kommentieren und teilen und das ganze Zeug. Und klickt auch mal auf den Link hier unter dem Video in der Beschreibung, ist alle da. Unterstützt mal die Braugenossen. Ist eine kleine, geile Brauerei. Mit 600 Jahre Tradition. Genau. Unbedingt unterstützen. Also. Sehr schön. Hat mir gefallen. Also Bier trinken hat mir gefallen. Das hat mir gedacht. Sehr gemundet. Meine Leber freut sich. Mhm. Ja. Schön, schön. So, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein, bleibt fein. Ja.